Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, produziert am Start und zwar in der nächsten Runde der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal wieder um ein paar Kopfhörer. Man könnte sie True Wireless Kopfhörer nennen, aber sie sind schneller als der Schall, denn es sind die Nahenker Knochenschallkopfhörer. So einfach muss man es sagen. Ja, Knochenschallkopfhörer kennt man vielleicht von Aftershocks an der Stelle schon mal. Jetzt gucken wir mal direkt hier drauf. Wir haben jetzt hier einfach einen komfortablen Tragemodus, weil wir die Ohren freilassen können. Wir haben jetzt hier Bluetooth 5.0. Wir haben ein Magnet-Charging-Cable dabei. Das heißt, über Magnet wird das Ganze aufgeladen. Device ist das Runner-Chick von Nahenker. Und wir haben HD-Sound IPX6, 28 Gramm Lightweight und bis zu 6 Stunden Akkuspielzeit. Hört sich soweit schon mal sehr gut an. Was sich viel besser anhört, muss ich mal direkt sagen, ist der aktuelle Preis. Denn der beläuft sich sage und schreibe auf unheimliche 57 US-Dollar. 90 Cent. Ja, also knapp 58 US-Dollar. Normalerweise sind es 67. Auf der offiziellen Website gerade etwas günstiger. Wir schauen mal ganz kurz, wie die so daherkommen. Packung mal kurz aufgeschoben. Da haben wir sie auch schon, die Kopfhörer direkt auf den ersten Blick. So, sehen eigentlich aus wie ganz normale Sportkopfhörer, aber mit dem wesentlichen Unterschied, dass hier, wie gesagt, die Bone Conduction Technology zum Einsatz kommt. Heißt, ihr setzt diese hier auf eure, ja, wie soll ich das sagen, Kieferknochen, hätte ich fast gesagt, Schädelbasisknochen auf. Und dementsprechend wird durch den Schall hier mit dieser Membrane der Sound in euren Kopf rein transferiert. Das heißt, eure Ohren bleiben dennoch frei und ihr hört alles, was ringsherum um euch passiert. So rum, das Richtige zu sagen. Somit ist auch das Thema der lästigen Silikonaufsätze hier weggefallen. Hier ist nichts weiter drin. Die brauchen wir nämlich nicht, weil wir ja natürlich auch unsere Ohren freilassen können. Wozu die hier drin sind, das hatte ich bei den Aftershocks Aero Packs oder Tracks Air ja schon vor über einem Jahr ausprobiert. Und zwar ist das Ding folgendermaßen der Fall. Das sind ganz normale Gehörstöpsel. Wofür sind die? Natürlich, damit die Ohren zu sind. Aber warum sollten die Ohren zu sein? Damit der Sound noch intensiver klingt, weil ihr natürlich dann die Umwelt um euch herum nicht mehr wahrnehmen könnt. Ob das natürlich so geil aussieht, wenn man hier mit diesen gelben Stupfen im Ohr herumläuft, oder natürlich hier nur mit diesen Kopfhörern, sei erstmal dahingestellt. Ja, das war's also auf den ersten Blick. Wie gesagt, 27 Gramm leicht ist schon der Overkill. Wie wir das Ganze jetzt in Verbindung bringen, ist eigentlich recht einfach. Wir müssen natürlich erstmal die Kopfhörer aufladen. Dafür gibt es jetzt hier, wie bei jeder üblichen Smartwatch, ein Magnetkabel. Nicht sonderlich lang, aber effizient. Das bringen wir hier an und dann lädt sich das Ding auf. Ist auf jeden Fall Verpolungsschutz drin, da die Magnete sich nur in einer Richtung dran befestigen lassen. Sehen wir soweit. Wenn das Ganze aufgeladen ist, das heißt kein USB-C, kein Micro-USB, top. Darum auch IPX6, haben wir hier keine großen Wassereinlassquellen. Hier haben wir noch ein Mikrofon an der Seite. Darüber können wir natürlich telefonieren. Tauchen können wir damit nicht und wäre mit Bluetooth auch nicht empfehlenswert. Warum? Weil der Bluetooth-Empfang sofort, wenn die Dinger unter der Wasseroberfläche sind, abbricht. Das heißt, wer das schon mal probiert hat, mit einem wasserdichten Smartphone, das wasserdichte Smartphone oder den wasserdichten Lautsprecher unter Wasser tauchen und zack ist die Bluetooth-Verbindung einfach weg. Schaffen die Funkstrahlungen also nicht. So, wir machen Folgendes. Wir schalten das Gerät erstmal ein, dann vibrieren die hier und sagen Power On und befinden sich auch schon direkt jetzt hier im Pairing-Modus. Dann machen wir Folgendes, wir gehen direkt drauf auf Bluetooth. Das müssen wir logischerweise erstmal aktivieren, scrollen dann erstmal durch und suchen uns die dann raus. Nahenker Runner Chick haben wir schon direkt gefunden. Jetzt wollen sie sich direkt verbinden, wird ja auch mal höchste Zeit. Connected, da haben wir es auch schon gefunden. Und sie sind auch schon verbunden. Das hat sich wunderbar gereimt. So, wir sind also jetzt direkt dabei. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Jetzt machen wir den folgenden Test. Das hier ist der Mikrofontest von den Nahenker Runner Chick. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir eben schon eine Sprachaufnahme von mir selbst angehört. Und so schlecht klingen die Kopfhörer eigentlich gar nicht, wenn ich sie jetzt hier direkt mit meinem HP Omen Laptop und Audacity Aufzeichnung verbunden habe, ist das Ganze doch wirklich zu ertragen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie sich das Ganze geschlagen hat beim Telefonieren. Da hat mein Gegenüber ja gesagt, es war etwas dumm und die Qualität war nicht so perfekt wie bei anderen Mikrofonen. Aber ich muss schon sagen, ich bin doch eigentlich sehr zufrieden und ihr habt ja jetzt auf jeden Fall einen guten Ausschnitt davon hören dürfen.
Ich habe sie jetzt einige Tage ausprobiert, und zwar die Runner Check von der Enka. Und zwar haben wir jetzt das Ganze mit dem Bone Conduction mal direkt unter die Lupe genommen. Also ich muss ja sagen, ich habe ja Gott sei Dank so ein bisschen Vergleich schon, weil ich ja schon im vergangenen Jahr von Aftershocks auch Kopfhörer hatte oder habe ja derzeit noch. Und dementsprechend muss ich sagen, wir haben hier eine Knochenschalltechnologie. Das Ganze habe ich jetzt hier eben gerade, wie gesagt, nochmal versucht darzustellen, oder ich werde es gleich nochmal direkt darstellen. Und zwar habe ich jetzt hier die Möglichkeit, mein Smartphone, welches gerade verbunden ist, no copyright Sounds sind direkt am Start. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, die Kopfhörer über die Ohren so zu stülpen, also beziehungsweise nicht direkt auf den Ohren drauf, sondern davor sitzen sie so in etwa. Ich blende euch das ja jetzt hier direkt mal ein, und die Kopfhörer funktionieren jetzt schon so. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Play drücke, das ist jetzt ist noch nicht maximale Lautstärke. Das ist maximale Lautstärke. Dann hört man ja jetzt die Musik ziemlich gut. Ich zeige euch das mal, wie das klingt. So, das ist der Klang, den ich jetzt höre, den ihr jetzt auch so gehört habt. Interessant wird es jetzt allerdings, wenn wir einen Resonanzkörper haben, wie zum Beispiel unsere Knochen, oder auch jetzt an der Stelle hier zum Beispiel einfach eine Pappschachtel. So, drücken wir mal hier drauf. Dann hört sich das an, als wenn ich jetzt den Resonanzkörper, in dem Fall hier die leere Packung, nehme, um die Musik damit kompatibel zu machen. Also sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt kickt natürlich hier wieder fröhlich die Werbung rein. So, da geht es direkt weiter. Also ihr hört es, wenn ich die abziehe, hört sich das Ganze so an, egal auf welchem Resonanzkörper ich das jetzt drauf halte. Selbst der Tisch als Resonanzkörper funktioniert dabei sehr gut. Okay, der große Nachteil bei solchen Kopfhörern ist natürlich, dass sie nicht direkt viel Bass jetzt raushauen können, weil ja hier die Membranen so darauf geschult sind, dass wenn sie an eurer Haut sich anschmiegen, in dem Fall vor dem Ohr, an dem Schädelknochen aufliegen und der die Vibration so entgegennimmt. Man muss jetzt allerdings dabei wieder sagen, bei den Aftershocks war das sonst auch schon immer so, da lagen ja dann immer gleichzeitig noch in der Verpackung solche kleinen Ohrstöpsel bei, wie wir sie hier jetzt so haben. Und dementsprechend habe ich sie jetzt hier nicht ausgepackt. Allerdings, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe die anderen Ohrstöpsel einfach mal versucht, in die Ohren eingesteckt. Oder einfach reicht es, wenn man sich die Finger in die Ohren steckt, dann wird der Klang in der Tat wirklich um einiges besser. Ich mache das jetzt auch gleich nochmal direkt, wenn man den Klang dann versucht wahrzunehmen. Allerdings ist es so, finde ich bei mir zum Beispiel, aber das ist wahrscheinlich immer kopfabhängig, wenn ich die Kopfhörer so ganz normal aufgelegt habe, dann höre ich so mehr diesen quäkigen Sound, so wie jetzt. Also mehr Mittel- und Hochtonbereich. Und wenn ich dann manuell mit Hilfe von meinen Fingern, die an meine Wangenknochen dran drücke, dann kommt der Klang etwas basslastiger rüber. Nicht extrem, aber ich finde, die müssten noch etwas anders gestellt sein. Das ist hier leider nicht der Fall. Ich zeige euch mal auch ganz kurz, wie ich das direkt meine. Ich habe hier von Aftershocks zum Beispiel die Aeropacks, und die sind dann doch etwas anders. Und die sitzen dann auch, wenn ich die auseinander mache, tatsächlich etwas besser dran aufgrund der, ja, wie soll ich sagen, der Form. Die kosten allerdings auch 170 Euro. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Hier haben wir jetzt ein gutes Produkt, welches ungefähr sich auf 60 Euro beläuft. Und wir haben jetzt hier den Einstieg in die Bone Conduction Technology. Das muss man ganz einfach mal so sagen. Der nächste Kandidat, der mir da jetzt so ein bisschen mit einfallen würde, wäre tatsächlich jetzt hier der Open Move von Aftershocks. Der ist allerdings auch noch mal etwas teurer mit 89 Euro. Also wenn wir überlegen, 59 oder 60 Euro die hier und ungefähr 30 Euro teurer dann die von Aftershocks, die Open Move als Einsteigergerät. Ansonsten muss ich sagen, was ich sehr cool finde, ist, dass wir hier die Möglichkeit besitzen, direkt im Gegensatz zum Open Move, der hat einen USB-C-Anschluss, finde ich jetzt auch nicht weiter verwerflich, aber wir haben halt hier auch ein magnetisches Ladekabel, können dann darüber aufladen. Das haben wir zum Beispiel bei den Aftershocks Aeropacks genauso an der unteren Seite. Wenn man das Ganze so möchte, hat man hier also gleich zwei Dinge gut verbunden. Einmal, so wie es bei Smartwatches der Fall ist, haben wir jetzt hier halt ein magnetisches Anschlusskabel. Wir können gleichzeitig darüber telefonieren. Mikrofon ist an der Seite hier auch noch eingebaut, wie man hier unschwer erkennen kann. Und wer mal so reinschnuppern will in die Bone Conduction Technology, der kann damit auf jeden Fall gut was anfangen. Was ich allerdings wesentlich besser finde vom Klang her. So, jetzt um mal in der Familie von der Enka direkt drinne zu bleiben, muss ich dann direkt sagen, hier die Enka Pro Light benutze ich tatsächlich tagtäglich, immer noch um Podcasts zu hören.
Musik jetzt nicht unbedingt so sehr, dafür ist mir der Bass dann auch nicht stark genug. Aber das sind hier so, ich sag mal so, ähnliche Kopfhörer, wie man sie direkt jetzt hier von den AirPods kennt. Also die sind so ganz normal zahnbürstenähnlich. Die Kopfhörer zum Beispiel benutze ich, wie gesagt, tagtäglich, um Podcasts zu hören. Und ich hatte das jetzt die letzten Tage mal mit diesen hier gemacht. An sich nicht schlecht. Die Ohren sind hier natürlich frei, das darf man nicht vergessen. Allerdings gefällt es mir hier etwas besser, da wir hier ein bisschen mehr Bass drin haben. Also es ist jetzt nicht extrem viel mehr, als wenn wir jetzt hier silikongestützte Kopfhörer haben, die die Ohren richtig abdichten, sondern hier mehr oder weniger so welche, wie man das ja auch von den AirPods kennt. Wenn man jetzt hier mal so einen Blick drauf wirft, die AirPods sind ja genauso gehalten, also eigentlich nach unten so und überall ein bisschen offen. Das heißt, da kann der Klang von der Seite eindringen. Noch dazu muss ich sagen, sind die hier etwas dumpf vom Klang her. Ich weiß auch nicht wieso, auch wenn die Mitten und Höhen größtenteils durchkommen und die Bässe nicht so sehr. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie bei mir nicht so direkt aufliegen, sondern halt so ein bisschen so. Und dann höre ich natürlich nur dieses hier Fizzle, wie man das vom Handy-Lautsprecher im Gegensatz zu einer Bluetooth-Box kennt. Und hier ist halt alles, ja, ich sag mal so, für mich eigentlich perfekt. Dementsprechend nehme ich die Kopfhörer hier auf jeden Fall öfters. Bei denen hier weiß ich noch nicht, wie ich das genau mit anstellen soll. Ich habe es beim Fahrradfahren mal ausprobiert. Ich habe das jetzt mit allen möglichen Sachen so versucht zu interagieren. Ist eine nette Sache und vielleicht kommt da auch bald nochmal eine Erweiterung. Und so, wer den Einstieg günstig haben will in die Bone Conduction Technology, um halt, wie gesagt, mal zu spüren, wie das Ganze jetzt hier so wirkt. Ja, kann man machen. Wenn man sich allerdings mit Profigeräten auseinandersetzt, die dann allerdings auch locker fast das Dreifache kosten, dann würde ich jetzt hier tatsächlich die Aeropex mal empfehlen, beziehungsweise natürlich aber auch die OpenMove, muss man ganz einfach so sagen, weil die tatsächlich etwas tiefer drinne stecken. Die haben auch diese Premium-Pitch-Funktion, was man etwas mehr merkt vom Bass her. Das fehlt mir jetzt hier tatsächlich noch so ein bisschen. Dann würde ich anstatt dieser hier lieber auf die Kopfhörer gehen. Aber das muss man halt immer selbst entscheiden. Ich habe es jetzt beide hier gehabt, um es halt mal auszuprobieren und werde dazu sagen, also die hier definitiv für immer, um nebenbei Podcasts zu hören. Und da ist es auch nicht weiter wild, weil die auch im selben Preissegment sind, also auch bei 60 Euro. Die haben halt noch einen Gaming-Modus drin, sodass die Latenz ganz gut ist. Wo wir gerade bei Latenz sind, machen wir nochmal schnell den Latenztest. Also synchron können sie auch, das geht auf jeden Fall auch gut. Kann man auf jeden Fall lippensynchron seine Filme auch mitgucken. Das ist der neuen Bluetooth-Funktion geschuldet. Was ich jetzt noch mit anhängen werde, ist einmal direkt der Mikrofontest, wie es sich damit anfühlt zu telefonieren. Ist halt gewöhnungsbedürftig, funktioniert aber auch wesentlich besser, da die Sprache leicht und verständlich übertragen wird, wie bei so einem Handy-Lautsprecher, muss man sich das vorstellen. Da hat man ja auch nicht den Bass mit drin, sondern mehr Mitten- und hohe Töne, so ungefähr klingt der ganze Spaß, wenn ich darüber zum Beispiel telefoniere. Das soll es aber auch jetzt dann gewesen sein. Ich haue euch den Mikrofontest dran und sage schon mal, ich bin raus. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen. Noch ein letztes, was ich vergessen habe. Sie können sich übrigens mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden. Sprich also hier mit dem S21 Ultra und mit dem S10 Plus haben sie sich gleichzeitig verbunden. Wenn ich jetzt hierüber Musik natürlich abspiele, wird die abgespielt. Lasse ich die laufen, drücke beim S10 Plus auf Musik abspielen. Dann fangen sie an, vom S10 Plus zu spielen. Drücke ich beim S10 auf Pause, spiele die Musik vom S21 weiter. Also das klappt auch. Das heißt, wenn ihr die zum Telefonieren benutzt, dann einfach auf einem Telefon Musik laufen lassen und meinetwegen mit dem anderen Telefon verbinden. Und sobald das Telefon klingelt, kann man die Anrufe darüber annehmen und darüber auch telefonieren. Und wenn der Anruf beendet ist, spielt vom anderen Telefon die Musik wieder weiter. Also auch dafür schon mal Daumen hoch und gut reguliert.